Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunnen. Ihr wisst es, wir haben in der letzten Folge eine Spritze gekauft, weil unsere Felder voller Unkraut sind. Deswegen wollen wir noch mal kurz ein bisschen spritzen gehen. Ich weiß aber auch nicht, das müsste das hier sein. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt, das Unkraut zu spritzen, wenn das schon fast fertig gereift ist. Wir sehen das auf jeden Fall gleich uns mal an. Das Weizenfeld, das müsste noch nicht fertig sein. Ich hoffe es zumindest. So. Und zurück. Sehr schön. So, dann werden wir uns mal auf den Weg machen zu unserem Feld. Jetzt lohnt sich auch mal das erste Mal unsere Pflegebereifung. Da wollen wir gleich mal gucken. Ah, da steht unser Drescher noch. Den müssen wir auch mal langsam wieder auf unseren Hof bringen. Das gefällt mir so gar nicht. So, wir werden... Was werden wir? Wir werden jetzt erstmal gucken, wie weit unser Weizenfeld ist. So. Können wir hier lang... Wie sieht unser Weizen? Hallo Fluffy. Das können wir auf jeden Fall spritzen noch. Das ist ja noch nicht vollends gereift. Dann fahren wir mal die gute Spritze aus. Wow. So. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter rüber. So, das müsste eigentlich passen. So Leute, dann fangen wir mal an. So. Ja, wir machen ja nichts kaputt. Wir haben ja Pflegebereifung drauf, das ist schön. Aber Alter, wir hängen aber auch schräg in der Kurve, Leute. Wir hängen auch schräg in der Kurve. Ach komm, wir fahren einfach mal so. Das Stück haben wir. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob wirklich. So, gucken wir mal. Unkraut 100%. Unkraut 0%. Sehr schön. Also bringt das was. So. Sehr schön. So, aber mit diesem Unkraut, das ist echt gut. Das haben sich was Schönes einfallen lassen. Mit Kalken auch. Dass man so ein bisschen mehr beachten muss in LS19, das ist schon gut. Das ist aber halt nur doof, wenn man halt spult, so wie ich vorher in der letzten Folge gespult habe. Aber wenn man nichts zu tun haben, ist auch doof. Wir müssen uns auf jeden Fall unser Feld genau im Auge behalten. Ah, hier seht's, das Unkraut geht dann weg. So, genau, dann passt das, dann ist das Unkraut auch weg. Ich weiß nicht, ob wir einmal noch mal durchs Raps fahren sollen. Sollen wir durchs Raps fahren? Ach, wir können einfach mal eigentlich einmal durchfahren, können wir ja. So. Schaffst du es hier hoch? Na komm. So, dann können wir dich noch mal zuklappen. Sehr schön, dann haben wir das Feld auch. Gedüngt war es ja komplett. So. Hier können wir auch noch mal schnell... Zumindest auf der Seite, wo es noch nicht ganz reif ist, würde ich sagen. Da können wir nochmal spritzen. Da spritzen wir nochmal auf der Seite, wo es nicht reif ist. Weil übers Reife möchte ich jetzt nicht gern spritzen. Wir fahren nur mal übers nicht ganz Reife. So. So. Und los geht's, die wilde Fahrt. Oh oh, ich sag doch, der Raps, der ist schon zu hoch. Die Maschine, wir sind, oder wir sind einfach zu niedrig. Aber wenn wir vorsichtig rüberfahren, müsste es eigentlich gehen. Aber das sieht doch aber genial aus. Gut, sieht nicht ganz so genial aus, weil die Spritze müsste eigentlich weiter höher. Kann man die hochsetzen noch? Ne, nur niedriger, das wollen wir nicht. Okay. Das sieht aus.
So. Sehr schön. Dann fahren wir hier einmal. Ja, das lassen wir einfach das Stück. So, dann haben wir das auch gleich. Zack. Und rum. Ah, dass man kann. Das sieht echt geil aus. Das heißt geil, das sieht echt gut aus. Die Karte machen wir mal weg. In unser Maisfeld mit unserer Spritze. Das hätten wir aber vorher spritzen müssen, Leute. Ich weiß, man soll so nicht ein. Eigentlich wäre es, glaube ich, der totale Tod für den Raps. Wir werden auch nur mal das Stück fahren, das andere Stück, das lassen wir jetzt halt so. Wir können nichts mehr retten. Das ist unsere erste Saison als ein Jungbauer in LS19. Mit allen drum und dran. Wir spielen ja auch mit Kalken, Unkraut. Ne? Da kann man so ein bisschen, kann man verzeihen. So, und fertig. So, wir können den mal einklappen. So. Du kannst mal einklappen. Dich können wir mal wegfahren. Zuklappen können wir dich auch. Das ist X. Oh, die Sonne blendet aber auch. So, wo ist denn unser Gebiss, das ist da. Das ist sehr schön. So, Leute. Zack. Das passt. Dich können wir hier lassen. Dich können wir kurz mal hier auch lassen. Wir fahren mit dir schon mal die ersten Sachen holen, die wir beim Händler haben. Den anderen. Ach, wir können auch den hier nehmen. Zack, ab zum Händler. Sowieso mal sehen, ob das jetzt schon ganz reif ist. Das müssen wir mal nachher mal gucken. So. Da fahren wir mal hier hin. Den könnten wir nicht vorne dran setzen. Wie klappt er sich denn aus? Ach so, klappt er sich aus, okay. Aber ob ich jetzt so fahren darf. Uah. Ob ich so fahren darf, das ist ja. Das glaube ich gar nicht, ob ich so fahren darf, oder? Egal, wir fahren jetzt einfach mal so. Zack, und rum um die Kurve. Dann dürfen wir nur aufpassen, dass wir nicht. Einer uns von vorne kommt. Wir sehen aus wie so ein Schwertfisch. Schwerthai wollte ich schon sagen, wie so ein Schwertfisch. So, komm her hier. Bringen wir das schon mal zu unserem Feld, zu unserem Hof. Ich sag immer Feld. So, und rum hier. Das können wir hier ablassen. Setzen hier unter. Das Mähwerk brauchen wir auch gleich. Das können wir eigentlich auch mal hier erstmal lassen. Dann fahren wir noch mal schnell zurück, würde ich sagen. So, fahren wir noch mal zurück. Dann holen wir schon mal den Rest. So, und los geht's. Dann haben wir eigentlich fast alles am Hof. Ja, es ist nur noch der Schwader, der da wartet auf uns und noch ein paar Big Packs. Die können wir aber noch erstmal da stehen lassen. Das ist okay. Der Händler hat gesagt, wir können uns immer was abholen, wenn wir was brauchen. So. Und rum.
Das ist auch ein neuer Schwader, den gab es in LS17 nicht. Der sieht auch okay aus. Nicht immer dieser große gleich. Jetzt haben wir mal einen anderen. So, zack. Einen Ladewagen brauchen wir auch noch. Wir brauchen echt noch so viele Leute. Man müssen wir uns. Ich weiß nicht, wie wir das alles noch bewerkstelligen können. Gut, wir können auch nicht alles auf einmal kaufen. Wir haben jetzt die ersten Sachen, dass wir ein bisschen was für die Tiere anfangen können. Dass wir schon was für die Tiere vorbereiten können. So. Das lassen wir auch erstmal hier. So, jetzt gucken wir mal. Zack. Gras. Das ist noch nicht komplett gewachsen. Warum zeigt er mir da gerade? Achso. Das ist noch nicht komplett gewachsen, aber fast. Das lassen wir nochmal komplett wachsen. Das ist sehr schön. Dann machen wir das nochmal weg. Zack. So. Ach ne, raus wollten wir. So. Dann gucken wir jetzt mal auf unser Feld. Der gute Raps hier ist ein bisschen Unkraut drin. Ja, Unkraut 100%. Erntereif. Ja, aber das Ernten fangen wir erst an, wenn das andere Feld auch fertig ist. 25%. Naja, hier haben wir kein Unkraut mehr drin. Das ist okay. Aber Leute, seht euch das an. Das ist ein Ausblick, ne? Das ist ein Ausblick. So. Hier werden wir nach unserer. Gras reinschmeißen. Hier könnten wir auch Gras ernten. Das werden wir in der nächsten Saison, wenn wir das Feld auch noch vergrößern, auf jeden Fall. So. Ta 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 ta. Wir könnten ja schon mal unser Mähdrescher vorbereiten, weil so lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern, bis unser Feld fertig ist. Können wir schon mal alles hinstellen. Oh, das steht nicht. Oh, das haben wir aber auch schlecht dahingestellt, oder? Ne, von der anderen Seite. Sehr schön. Von der anderen Seite. Das können wir schon mal alles vorbereiten. So. Und rum. So. Und zack. Kann man andocken. Sehr schön, können wir. Dann nehmen wir unseren kleinen Hänger, den können wir auch schon mal hier bereit machen. Wir hätten doch da reinfahren sollen. Na, fahren wir da rein. Dann können wir hier direkt anfangen. So, rein. So schräg. Sehr schön. Sieht zwar nicht super aus, aber passt. So. Dann können wir auch gleich den Hänger holen. Den Hänger können wir auch gleich holen. Den stellen wir auch hin. So. Zack, haben wir. So, Leute. Den stellen wir auch schon hin. Den brauchen wir auch dann. So. Wie weit ist denn jetzt eigentlich der Rest? Ah, speichern wollen wir nicht. Erntereif ist nur das Stück. Hier ist fast erntereif alles. Das wächst noch. Das ist aber auch fast erntereif. Ja, Leute. Aber ich würde sagen, wir gucken uns weiter an, wie es weitergeht. Das hört sich echt blöd an. In der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall weiter. Wir werden dann vielleicht schon anfangen, den ersten Raps runterzuholen von unserem Feld. Und ja, Rasen werden wir mähen, Silage werden wir herstellen. Wir haben echt viel zu tun, aber erstmal müssen die Felder reif werden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir Kommentare da, Feedback, ihr wisst es. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss.